Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer heutigen Videolecture zur 3D-Rekonstruktion als Forschungs- und Vermittlungsmethode in den Geschichtswissenschaften. Mein Name ist Sander Münster. Ich bin seit 2019 Junior Professor für Digital Humanities an der FSU in Jena und ich freue mich darauf, Ihnen in den nächsten etwa 50 Minuten einige Grundzüge der digitalen 3D-Rekonstruktion zu durchstreifen und über aktuelle Trends und Entwicklungen zu berichten. Gern beginnen möchte ich mit einer kleinen Einführung. 3D-Rekonstruktion, was beinhaltet das? Wo bewegen wir uns hier thematisch? Zum Zweiten dann auch ein Problemraum, sage ich mal, um Grenzen. Das heißt, was gehört dort alles dazu? Was passiert damit? Was sind das für Objekte auch, die dort dargestellt werden und ähnliches? Wichtiger Punkt, es sind Forschungsherausforderungen in diesem Kontext. Also wo bewegen wir uns denn mit Blick auf eine Methodik? Wo wird denn im Moment dran gearbeitet? Oder was sind sozusagen Problemstellungen, gerade wenn es um Wissenschaftlichkeit geht und damit eng verbunden die Frage auch nach Trends. Das heißt also, wo geht es international gerade hin? Was sind sozusagen so Großströmungen in diesem Themenfeld 3D-Rekonstruktion? Das ist das Programm für heute und lassen Sie mich gerne erstmal mit ein paar Definitionen starten an der Stelle, und zwar Objekte der 3D-Rekonstruktion. Das können materielle und nicht materielle Objekte sein. Materiell versus nicht materiell. Nicht materiell in dem Fall sind sozusagen sogenannte non-tangible or intangible objects. Das heißt also etwas, was als solches nicht greifbar ist. Dazu gehören beispielsweise Riten, Bräuche. Auf der rechten Seite hier sehen wir ein Beispiel für einen Tanz an der Stelle und solche Dinge sozusagen Kulturerbe, welches als solches nicht greifbar ist. Planungen als solche gehören auch mit dazu. Das ist insofern ein vollkommen richtiges Beispiel und bringt uns zu einer zweiten Unterscheidung, nämlich eben die Frage, ist ein Objekt als solches noch vorhanden oder wurde es jemals gebaut? Und da gehört eben neben den nicht mehr existierenden, weil zerstörten oder veränderten Objekten, gehören eben auch nicht realisierte, nur in Planung befindliche, rein hypothetische oder ähnliche Objekte dazu. Und vor diesem Hintergrund unterscheidet sich, jetzt spreche ich nicht über 3D-Rekonstruktion, sondern über 3D-Modellierung, unterscheidet sich eine 3D-Modellierung von Kulturerbe eigentlich sozusagen in zwei Großströmungen. Die eine Großströmung, die geht davon aus, dass es eine Rekonstruktion mit Hilfe von menschlicher Interpretation unter Zuhilfenahme von Softwarewerkzeugen ist. Im zweiten, dort geht es darum, mit Hilfe von semiautomatischen Modellerzeugungen eigentlich Objekte dreidimensional zu erfassen. In allen beiden Fällen läuft es darauf hinaus, dass am Ende ein spatial, zeitlich, aber auch semantisch gegliedertes virtuelles Modell entsteht. Also in allen beiden Fällen das Ergebnis ist mehr oder weniger recht ähnlich. Aber wie gesagt, der Zugang als solcher unterscheidet sich und damit ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, nämlich 3D-Rekonstruktion ist etwas, was vor allen Dingen für nicht mehr erfassbare Objekte praktiziert wird, versus eben die Erfassung von Objektstrukturen. Dazu bedarf es natürlich in meisten Fällen, wir kommen dann gleich nochmal auf andere Fälle zu sprechen, aber in den meisten Fällen natürlich auf Bedarf es der Existenz dieses Objektes. Um vielleicht mal eine Vorstellung zu geben im akademischen Diskurs, wir haben uns das angeschaut für Publikationen, auf großen Konferenzen an der Stelle. Also Größenordnung ist, dass im Moment etwa 70% sich eben eher mit dieser Datenerfassungs-, 3D-Digitalisierung beschäftigen und ein kleinerer Teil, also Größenordnung 16% dieser Forschungsarbeiten dann eben mit der 3D-Rekonstruktion von nicht mehr vorhandenen Objekten. Man sieht dann eben so ein bisschen einen Graubereich oder nein, genauer gesagt einen Grün- und Rotbereich. Und das sind also Objekte, wo es einen Überlapp gibt an der Stelle. Also wenn beispielsweise automatische Werkzeuge eingesetzt werden, um
anhand von historischen Quellen zu rekonstruieren, nicht mehr vorhandene Objekte oder vice versa, wenn Rekonstruktionstechniken auf jetztzeitige Gebäude, noch existente Gebäude und Objekte angewandt werden. Das bringt mich zum Schluss dieses Abschnitts zu einer Definition, nämlich was ist 3D-Rekonstruktion? Und 3D-Rekonstruktion hatten wir 2016 eine Definition entwickelt, ist also die Erstellung eines virtuellen Modells einer historischen Entität, sagt man das, also so eines historischen Objektes, Gegenstandes oder ähnliches, welche eine objektbezogene menschliche Interpretation erfordert. Das ist 3D-Rekonstruktion. Da ist noch folgende Sache wichtig, und zwar 3D-Rekonstruktion ist als Terminus in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich besetzt. Wenn Sie also in den Geowissenschaften mal nachfragen würden, was dort 3D-Rekonstruktion ist, dort zählt auch die automatische Erfassung und Rekonstruktion mit als unter 3D-Rekonstruktion. Das hier ist also eine, die eher aus den Kulturwissenschaftsstudien entstammt. Und um diesen Punkt kurz zusammenzufassen, digitale 3D-Rekonstruktion, also ein Teil der 3D-Modellierung, in dem Fall der Teil, der sich mit der interpretativen Modellierung anhand von Quellen beschäftigt, versus dann der 3D-Digitalisierung oder die 3D-Digitalisierung, automatische Modellierung anhand von Daten. Eine Sache, die ich jetzt nicht durch eine Folie untersetzt habe, aber die möchte ich Ihnen gerne sagen. Wir haben natürlich auch angeschaut, was für Objekte sind das, die rekonstruiert werden. In den allermeisten Fällen sind es Architekturobjekte, vor allen Dingen aus dem mediterranen Bereich, also Griechenland, Spanien, Italien vor allem. Und von der Zeitlichkeit her datieren diese rekonstruierten Objekte eigentlich auf alle Zeitperioden nach Christi Geburt und ohne jetzt eine besondere Häufung innerhalb dieser zeitlichen Aufgliederung zu haben. Das vielleicht erstmal vorab ein kleiner Einstieg zur Definition dieses Feldes 3D-Rekonstruktion. Und nun möchte ich im zweiten ein kleines bisschen genauer hinschauen und genauer hineinschauen, wie entstehen solche 3D-Modelle und 3D-Rekonstruktionen, was gibt es dort an dieser Stelle für wichtige Arbeitsweisen und Großströmungen.